Nanu, eine leere Karte in PUBG Mobile? Im neuen Update im Spiel haben wir endlich die Möglichkeit, unsere eigene Karten zu kreieren im Welt der Wunder oder World of Wonder Karteneditor. Heute in diesem Video nehme ich euch mit, wie ich meine eigene Karte im Spiel zusammenstelle. Was ich mache, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht eine kleine Arena oder ein Hindernislauf. Oder vielleicht auch ein Wettrennen, die sind immer ganz witzig. Aber genug geredet, lasst uns direkt mit der neuen Karte beginnen. Und dann sehen wir mal, was wird. Okay, ich habe mir gedacht, wir machen ein Wettrennen mit Motorrädern. Ich fange jetzt gerade mal an hier mit der, ersten Bahn, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht so genau, wird es ein Einspieler, Mehrspieler, vielleicht sollten es 4 Solos sein, die gegeneinander antreten in den Wettkampf. Ich hoffe, das ist eigentlich der richtige Untergrund. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, das sieht eher so aus, als wären es Dächer. Ich habe so die Vision, wir machen ein paar Streckenabschnitte, bei denen es nach oben geht, dann geht es nach unten, vielleicht noch einen coolen Sprung. Lasst uns doch mal testen, ob das, was ich hier mache, überhaupt funktioniert. Also rauf aufs Motorrad. Ja, Es sieht doch schon mal ganz gut aus. Sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch mal was da hinten ein bisschen hinzugefügt. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen da einfach eine richtig lange Rampe. Und dann gibt es einen Sprung von einer Seite zur nächsten. Das ist auf Motorrädern immer ganz spektakulär eigentlich. Und dann, wenn möglich, geht es ein bisschen weiter nach links noch oder nach oben. So. Aber wie ich das mache, weiß ich noch nicht so genau. Das ist jetzt im Großen und Ganzen die Grundidee dahinter, dass wir ein paar langsamere Passagen haben, ein paar schnellere Passagen. Lasst uns hier mal schnell durchfahren. Ich will die Strecke nicht zu lang haben, aber auch nicht zu kurz, dann wäre der Spaß ja zu schnell vorbei. Ich weiß jetzt nicht, es ist ein bisschen schwer festzustellen, wie anspruchsvoll diese Stelle zum Beispiel jetzt ist oder die nächste Stelle. Ich habe das ja selber erstellt, wenn andere die Map dann nach mir spielen, weiß ich nicht, was die davon halten, ob das jetzt die Passage ein bisschen zu langsam war oder ob bei diesem Sprung die Leute ein bisschen zu schnell fahren und dann von der Map herunterfallen. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ich fahre die jetzt ein paar Mal ab. Es soll zwar nicht einfach werden, aber es soll natürlich auch nicht frustrierend sein. Das wollen wir auf keinen Fall. Am besten wäre es, wenn es ist herausfordernd, aber es macht Spaß. Und es fühlt sich gut an, wenn man hier durchkommt. Das ist das Wichtigste. Okay, so. Das hier ist jetzt der Zwischenstand. Ich habe hier die Rampe am Anfang das Material gewechselt. Finde ich diese Betonplatten hier sehen einfach besser aus. Und ich habe hier noch den kleinen Umweg eingebaut mit dieser coolen Röhre, da man durchfahren muss. Ja, für vage, mutige. Und dann geht es hier nach links über das den kleinen Pfad hier hoch und runter und dann auf die altbewährte Strecke, die wir schon kennen. Bin noch nicht ganz fertig, aber ich meine, es ist schon einiges. Jetzt hat sich schon einiges getan. Nach Checkpunkt 11 gibt es hier die Rampe und dann dieses wagemutige, diese Schräge nach unten. Und ich denke, hier unten bei 12 wird dann die Ziellinie sein. Finde ich das von der Schwierigkeit, glaube ich, in Ordnung. Von der Länge auch mehr als okay. Und das Einzige, was halt noch fehlt, ist, weil ich jetzt oftmals habe ich ja nur hier diese einfachen Platten benutzt und die schräge Version davon. Es fehlt noch ein bisschen die Dekoration, wie diese wegweisenden Schilder, die uns sagen, wo es lang geht. Und hier noch ein paar Absperrungen, dass einer, der zum Beispiel hier über die Rampe kommt, dass der nicht nach unten fällt. Das wollen wir ja nicht. Es soll ja nicht unfair sein oder frustrierend. Falls Leute hier auf den Boden fliegen, also von der Strecke abkommen, dann sollen die natürlich, also wenn die von ganz von oben herunterfallen, dann würden die natürlich nicht überleben. Aber dann gibt es hier ein Respawn-Device, das heißt, die kommen dann zurück. Aber für die, die einfach nur nach unten fallen, die sollen die Möglichkeit haben, wieder auf die Strecke zurückzukehren. So, können die einfach schnell hochfahren. Lasst uns das mal schnell platzieren. Lasst uns mal hier schnell ums Eck herumgehen, dass wir nicht ins Wasser kommen. Ich hoffe, dass man da einigermaßen mit dem Motorrad nach oben kommt.
Das probieren wir einfach dann aus, sobald es fertig ist. Und zu guter Letzt platzieren wir jetzt hier noch ein paar Absperrungen an Stellen, an denen ich davon ausgehe, dass andere womöglich dort herunterfallen. Ein paar Hilfen hier haben. Und zwar bei dieser Kurve bin ich oftmals von der Karte gefallen. Dann hier war eigentlich alles in Ordnung. Diese Kurve ist eigentlich auch nicht so easy, aber da fährt man sowieso langsam. Also hier soll keiner mit voller Karacho nach unten fahren. Das hält die vielleicht ein bisschen vielleicht hinter das Schild so. Auf jeden Fall hält es jemand im Spiel, dass man, muss man vielleicht da rückwärts fahren, aber man fällt nicht herunter. Das hier muss ich noch schnell nach hinten verschieben. Kopieren wir es einfach und versetzen es ein bisschen weiter nach hinten. Dann sollte das... Ja, das sieht doch schon mal viel besser aus jetzt. Weiß jeder Bescheid, erziehen. Ja, so, okay, jetzt ist es solide. Ich denke, jetzt haben wir es. Hier habe ich noch Markierungen angebracht. Nur am Ziel müssen wir jetzt hier noch ein bisschen was verschönern. Ja, irgendwie, manchmal setze ich die ein bisschen zu hoch, obwohl es perspektivisch aussieht, als wären die auf dem Boden. Das kann mich aber noch schnell beheben. Der Rest sieht aber ganz gut aus. Der Gewinner wird hier runtersausen und hinein ins Ziel und dann Victory. Alles klar. Und dann hat man hier eine schöne Aussicht. Ja. Okay, so sieht die finale Map jetzt aus. Der Countdown beginnt. Ich habe hier ein paar Motorräder hingestellt, falls jemands Motorrad stecken bleibt auf der Karte. Ich möchte ja nicht, dass das Rennen dann direkt vorbei ist. Jetzt lassen wir uns mal die ganze Strecke abfahren. Ich denke, es wird aber alles jetzt in Ordnung sein. Es gibt ein paar knifflige Stellen, aber bewusst, mit Absicht. Das soll ja nicht so einfach sein. Das Ziel soll eigentlich sein, man muss die ein paar Mal fahren, bis man hier alle Kniffe heraus hat. Man weiß jetzt hier nicht, wie schnell soll ich hier hochfahren. Und dann muss man ein bisschen üben. Wenn es zu einfach ist, fährt man einfach die Strecke ab und dann kommt irgendwie kein so ein richtiges Gewinnergefühl auf. Aber es darf natürlich nicht zu schwer sein. Aber ich denke, es ist uns hier ein guter Kompromiss gelungen zwischen Gänsehaut hier ein bisschen Feeling und dass es nicht zu frustrierend wird. Checkpoint Nummer 6. Die Punkte addieren sich oben schön. Wir haben 30 Punkte, wie es sein soll. Und jetzt kommt mit seinem Lieblingsteil, dieser gewagte Sprung hier. Ta-ta-ta, wunderschön gemeistert. Ah, bisschen zu langsam, aber wir sind immer noch im Rennen. Alles in Ordnung, dann geht's hier weiter. Auch schön aufgefangen worden. Und jetzt zum technisch schwierigsten Teil der Strecke, und zwar diese ganz langsame Passage hier. Da darf man nicht so am Gashebel ziehen, sonst ist sofort aus. Das hier wird wahrscheinlich die schwierigste Stelle sein im Spiel hier, sich hier runter zu tasten. Aber ich habe das gezielt so gemacht. Ich habe den ersten Teil ein bisschen einfacher gemacht und der zweite Teil hier habe ich gedacht, nee, das soll doch ein bisschen anspruchsvoll sein. Sonst wäre es zu einfach. Aber wie ihr seht, kann man das Ganze meistern. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein mit dem Gas geben. Man darf hier nicht volle Hammer fahren. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Und jetzt geht's hier schön die große Rampe hinunter. Wow, ins Ziel. Und da gewinnen wir es auch. Perfekt. Warum es in Unentschieden wird? Wahrscheinlich, weil ich der einzige Spieler bin. Aber es hat funktioniert. Wir haben 60 Punkte bekommen. Das Spiel hat akzeptiert, dass wir gewonnen haben. Und dann startet natürlich das nächste. Ich bin zufrieden. So viel zum Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr meine Karte im Spiel ausprobiert, lasst es mich unbedingt wissen, ob sie euch gefallen hat.
Ich kann auch nur ans Herz legen, die anderen Karten im World of Wonder WoW Spielmodus auszuprobieren. Dort sind ein paar sehr kreative Karten dabei, die unheimlich viel Spaß machen. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht, den Kanal von PUBG Mobile Deutschland zu abonnieren. Ich sehe euch im nächsten.